Moin und herzlich willkommen auf dem Gaming-Channel von Yukavu, wieder bei World of Warship und ja, die Schmach der letzten Runde können wir nicht auf uns beruhen lassen, wir müssen nochmal unbedingt rein. Ich wieder mit der Clemson, Thomas, der wieder dabei ist, mit der Wickes. Schlimmer als beim letzten Mal geht nicht. Das war ja ein erfolgreicher Angelausflug. Wir befinden uns im Gefecht und das Scheißwetter lässt wie immer grüßen. Thomas müsste jetzt auch langsam reinkommen. Ja, ja. Viele kleine Inseln. Ja, wo wollen wir lang? Ich fahre erstmal Richtung J1. J1. Ach, du willst ein Stück weg? Ich will mich erstmal verbissen. Will ich wieder als erstes versenkt werden? Eine kleine Runde. Also italienische Taktik, abhauen, Pizza essen. Genau. Ja. Wir drücken es jetzt mal nett aus, wir beschützen die Nassau da hinten in der Ecke. Unten das Team sieht gut aus. Was da Richtung IJ fährt. Na, will die Nassau nicht? So, IJ, ja, da können wir uns gleich anschließen. Was macht denn die Nassau hier? So einen schönen Tarnanstrich und macht nichts. Haben wir irgendwas Großes dabei? Ach doch nicht, die ist verrostet. Eine Ishizuchi. Die Nassau will nicht, oder? Nee. Aber ich bin hier schön hinter der Insel. Ich glaube, hier bleibe ich. Ja, das scheint nur vereinzelt Gegner zu kommen. Ja, die anderen sind wohl weiter oben. Muss mal gucken, komme ich da durch oder? Ist eine Tempo. Ich gebe mal Gas. Ich guck mal hier, wo die Caledon ist, dass ich hier meine Nebelwand schmeiße. Ja, ich komme da gerade auch hin. Ich habe jetzt mal Maschinenboost. Beziehungsweise die Caledon. Dreht ja, die. Ab. Deswegen drehe ich schon mit. Gleich vor sie setzen kann. Oh, eine Isokase gleich vor der und eine V170. Danke, die Caledon kann für sich alleine sorgen. Die ist schon groß. Eine hat sich auch schon gleich eingenebelt. Ja, eine Tenryu ist da auch. Oh, oh, bei dir ist auch gleich eine Isokase. Ja, ich seh's. Und haben mich gleich in Brand geschossen. Problem gelöst. Versuche mich von der anderen Seite dran zu arbeiten.
Aber hier sind viele kleine Inseln. Von der ganz anderen Seite ist doof. Da kommt auch noch eine Kaiser. Hoppla, ich sehe es. Liebe Freunde. Und jetzt wird's interessant. Kritischer Maschinenschaden. Diese Gase liegt direkt vor. Deine Torpedos sind durch, sie hat fast nichts mehr, aber. Ah, ich hätte da Bordgeschütz nehmen sollen, statt der Torpedos. Da umschließen Torpedos und ich fette alle. Nebelwand gelegt. Ich hab sie zerstört, aber sie haben mich auch zerstört. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Da war die Distanz zu kurz. Hat's irgendwie übel erwischt. Was? Also mich hat's irgendwie übel erwischt. Ich kann kaum noch fahren. Also mein Schiff macht nur eine gute Geschwindigkeit, aber Richtung Meeresgrund. War die falsche Entscheidung. Ich hätte bei 85 Lebenspunkten, die das blöde Ding noch hat, hätte ich das Bordgeschütz nehmen müssen und nicht die Torpedos. Dann hätte ich sie zerstört gehabt, bevor sie hätte Torpedos werfen können. Ja. Au. Oben sind zwei große Schiffe hinter den Inseln. Deiner linken Seite, da taucht jetzt noch ein drittes auf. Da, die. Die Tenryu. Die wollte ich eigentlich haben. Ja, aber da hinten ist eine Kaiser und eine Diane, die könnte ich dann auch noch unter Feuer nehmen. Aber die beiden da nicht, das sind Bau 170 und eine Isokase. Torpedos voraus. Oh, da kommen Torpedos. Ja. Torpedos auf Steuerbord. Sind aber ganz schön spät aufgetaucht. Und irgendwann machen wir mit dem Torpedowerfen falsch. Unsere sieht man immer sofort. Torpedos auf, ich wollte gerade sagen, schmeiß Torpedos. Auf der anderen Seite im Nebel ist eine Isokase, dann könnt ihr sie zu, von zwei Seiten unter Feuer nehmen. Die Kaiser hatte ich gefunden. Maschinenboost deaktiviert. Tenryu ist weg. Oh, ich da unten ist nur noch eine Isokase. Und eine und die V-170. Und wieso fährt die Caledon weg? Ach, die fährt nicht mehr weg. Irgendwie sieht das nicht gut aus für unser Team. Ja, ist die V-170 wieder. Ja, ich bin für eine neue Klasse U-Boote. Die kann ich bestimmt gut spielen, so schnell wie ich versinke. Gucken, ob ich hier noch was rausschmeißen kann. Der Feuer einfach mal in die Nebelwand rein. Ich weiß nicht, wie weit du Treffer in dem Nebel erkennen kannst. Ich hänge mit der Kamera direkt drüber und kann dir sagen, wenn du getroffen hast. Ah, hast du gesehen, wo die herkam? Vor der Insel, in dem Stück. Torpedos direkt voraus. Ah ja. Boah. Okay.
Soll ich noch zwei Torpedos weiterdrehen? Nee, da. Ach, du warst explodiert, das konnte ich nicht erkennen. So wie es aussieht, mich hat's zerrissen. Der hat vorhin mit Artillerie geschossen. Oder eher gesagt mit den Kanonen. Der scheint mein Munitionslager getroffen zu haben. Also meine Zitadelle. Es war ein Torpedo, der reinging. Drei sind noch weitergerollt. Ja, der Torpedo hat anschließend getroffen. Ja. Da dachte ich eigentlich noch, du hättest überlebt, weil das war zwar eine Explosion, aber ich dachte nicht, dass er dich zerrissen hätte. Nö, wahrscheinlich Munitionslager. Weil eigentlich hätte ich nicht draufgehen können, weil es nur ein Treffer war. Aber der Torpedo hätte mich dann eh dann noch gekriegt, also so war es jetzt nicht. Komm schon, brenn aus. Oh, die Isokase hat noch 10 Lebenspunkte. Jo, ich seh's. War gerade ein Treffer, aber der reicht nicht. Jetzt ist er weg. Ja, und da hinten schießt gleich die Diane auf unsere Isokase. Oha. Das sieht ziemlich scheiße aus. Da haben wir noch eine Isokase und da hinten eine QB. Bei den Gegnern sehe ich nur die Friant, aber müssen noch so einiges haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Miyogi kommt um die Ecke und der Kaiser. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, die QB brennt gerade richtig gut. Ich würde sagen, mal die Grillwürstchen raus, ne? Nackensteaks auflegen. Guck mal, mit der Kamera dran gehen. Den Brand habe ich noch gar nicht gesehen. Oh ja. Auf 5 Schiffe nehmen die unter Feuer. Ja, die Isokave kommt zur Hilfe, aber die kann da nicht viel ausrichten. Nee. Wieso hat die Isokase da hinten schon die Torpedos geschmissen? Also auf die Entfernung trifft die garantiert nicht, die saufen davor, ja? Oh, und da kommt eine kleine Wickes. Wenn es die großen Geschütze nicht richten, dann holt die auf. Aber ich glaube, die großen Geschütze richten nicht. Bei irgendeiner Breitseiten. Ach, die Miyogi. Nee, da muss noch eine sein. Die uns nicht angezeigt. Bogatür, Freon, eine Kaiser, eine Miyogi und die Wickes. Ich glaube, die Bogatür wird mir nicht angezeigt. Doch da, aber hier ist doch noch eine. Ich sehe da nur immer ein Aufsteigen. Ja, kann man schon sehen, wie die sich damals auf der Bismarck gefühlt haben, wo die alle drauf gefeuert haben. Ja. Oha. Jetzt können sie sich um die Isogase kümmern. Sie nebelt sich schon mal ein, aber das wird nichts. Nee. Aber doch, jetzt beleidigen sie den auch noch? Oder ist das unser? Nee. Come loser, Drecksäcke. Aufklärungsflugzeug. Die Drecksäcke. Und so wie die fährt, macht er gleich einmal rum, dann kommen wir auf 7 Richtung Salven. Dann ist sie weg. Ja, Flugzeuge scheinen nicht gesehen zu haben. Aber ist eh jetzt vorbei, die. Ja, ach, da ist ein Schiff taucht jetzt auf, die Miyogi.
Ja, da kommt die Salve rein. Da kommt von irgendeinem anderen Schiff, was ich noch nicht sehen kann, eine Salve. Und schießen jetzt schon auf die Inseln, einfach aus Spaß. Ja, die haben ja eh jetzt gewonnen, weil sie unseren Bereich erobert haben. Jetzt. Ja. Ja, irgendwie... nicht das Gelbe vom Ei. Nee, also ich habe ein Schiff versenkt, aber 85 Schaden. Ach ja, das war die Nummer mit dem Torpedo statt dem Geschütz. Was habe ich? 10.000, knapp 10.500 Schaden. Knapp 1.000 EP. 53.000 Geld, 9 Zieltreffer, ein Torpedo hat getroffen, einer nur. Aufgeklärt, einmal ein Ausfall und ein Wassereinbruch. Naja, so ein Zieltreffer mit dem Torpedo zieht auch immer einen Wassereinbruch nach sich. Ja. Ansonsten wahrscheinlich wieder am Ende der Liste. Oh, nee, noch nicht mal. Auf dem zweiten Platz stehe ich. Huch. Oh Gott, war unser Team schlecht. Ich bin nicht letzter. Also wenn ich mit der Leistung auf den zweiten Platz komme, oha. Dann darf man die Niederlage nicht wundern. Okay, eine Überraschung. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Tschüss.